The Forest ist wieder am Start hier. Yay! In der nächsten Folge. Super. Ja, das Schlafen geht immer noch nicht. Ganz komisch irgendwie. Ja, ich trinke jetzt erstmal das abgekochte Wasser. Und das, das hat er gemacht zwischen den Folgen, ja. Zwischen den Folgen. Der hat was ich getan. Ich entschuldige mich. Ich habe nicht gedacht. Ja, das macht wie so oft. Nie. Ja, eben. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, wir haben hier ganz schön viel Lockhold eigentlich voll. Eigentlich könnte man da hinten was bauen jetzt. Versuchen. Ja, versuchen wir überhaupt mal, ob das überhaupt funktioniert. Oder wollen wir ein bisschen rauslaufen, vielleicht, dass mal ein paar Eingeborene kommen. Hey, jetzt habe ich meine Waffe schon wieder nicht in der Hand, das kann es doch nicht sein. Warte, ich kann auch mal das Lagerfeuer hier nochmal anfachen. Warum ist das eigentlich aus? Ich dachte, das hast du gemacht. Hast du noch Plastiks? Nein, habe ich nicht. Ah, ja. Also, wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich weiß hast nicht. Du gerade einen Stein auf mich geworfen? Nein. Du Bastard. Ich wollte gerade Plastiks holen, okay? Ja. Ist eigentlich schade, dass man nicht ein größeres Feuer machen kann, weil es ist das Größte, was man machen kann. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, was willst du da? Willst du da hier so ein fettes Lagerfeuer? Osterfeuer, ne? Machen oder wie? Mit so Loks halt. Osterfeuer, weißt du, so mega. Ja, ah, da hinten laufen sie. Da hinten. Eins, zwei. Wenn wir mal kurz rausgehen, vielleicht kommen so mal ein paar. Wahrscheinlich gehen wir raus, kommt gleich eine ganze Armee. Oh nein, ich wollte doch nicht, dass welche kommen. Hey, jetzt stehen wir sind liegen wieder Leuchtfackeln, zwei Stück. Ja. Und Snacks auch. Ey, was Cash. Ist das denn? Hier ist ein. Hey, das ist ein Vogel. Ich hab einen Vogel mit Steinen. Drei Leuchtfackeln. Die liegen vor viel Steine, Mann. Die werfen jetzt einfach mal in die Richtung von denen. Kann ich das Fleisch jetzt nicht nehmen? Kannst du das Fleisch da mitnehmen? Welches Fleisch? Ja. Ja? Nein, du kannst es nicht mitnehmen. Da liegt's wieder. Hä? Hab ich das denn nicht? Aber ich hab kein Fleisch im Inventar. Doch, ich hab drei kleine Fleischdinge. Ich werf die einfach mal in Richtung hier. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Der muss eine Muskelkraft haben. Trägt zwei Baumstämme. Ich lese gerade, Flares können zum Abschrecken eingesetzt werden vom Gegner. Ja, die haben da ein bisschen Schiss. Ja, das kann sein, ja. Oh. Da, da kommen sie. Wir müssen nur gucken, damit wir in der Nähe von der Tür bleiben. Oh, Alter. Und, wo ist denn die Nähe von... Wo ist denn die Tür eigentlich? Da ist die Tür. Ich habe keine Ausdauer gerade. Ich töte mal den, bevor er wieder aufsteht. Warte, dann nehme ich den gleich mal. Und ihn ins Feuer tragen. Ja, Dankeschön. Wir suchen sie uns wieder. Ich habe noch einen. Burn, burn, burn. Dankeschön. Bisschen spät, aber. Nimm mal den anderen da noch. Ja, habe ich. Oh, das gibt richtig schön, es gibt richtig schön viele Knochen, Mann. Beehren sie uns bald wieder. Wir können auch einen Knochenzaun bauen. Ich weiß schon, aber ich glaube, der ist sinnlos. Was, ich meine, so Zäune. Ja, aber auch Steinmauern, das bringt doch gar nichts. Ja, so, das ist vielleicht dann zum Verschönern oder so in deiner Siedlung, in deiner sicheren Siedlung vielleicht irgendwie ja. So, genauso wie die Wege. Oder vielleicht, um einen großen Hasenkäfig zu bauen. Das könnte sein. Vielleicht hast du gleich so voll die Armee von Hasen. Ich habe da irgendwas reingesetzt, aber es mag nicht wachsen. Naja, vielleicht muss es erstmal wieder ein bisschen regnen oder so. Einfach ein bisschen einheizen, dann geht er schon her. Hier ist schon wieder hell. Nee, lass mir auch mal ein paar Knochen, du Sack. Oh, jetzt kannst du die Köpfe nehmen. Das ist ein bisschen hell. Wieso, wo ist eigentlich deine Rüstung hin? Ja, die ist kaputt. Da fällt mir gerade auch mal so auf. Aus den Köpfen könnten wir eigentlich mal so coole Lichter machen. Oh, aber ich habe nicht mehr so viele Kleidungsstücke, ne? Vielleicht soll ich lieber aufpassen. Ja, oder noch 20. Wir müssen echt mal wieder ein bisschen. Ich habe 14 nur noch. Wir müssen vielleicht mal wieder Koffer suchen oder so. Da sind immer Kleidungsstücke drin. Oder Totems zerstören. Ja, genau. Das ist auch. Das ist auch mal klar. Ich habe Blueberry-Dinger, ne? Können wir eigentlich mal wieder ein bisschen in die Erde pflanzen, oder? Ja, aber ich glaube, ich habe das voll gemacht schon. Ich glaube, da passt nichts mehr rein. Kannst du mal versuchen? Ah, du hast Aloe Vera überall reingepflanzt. Ja. Das ist cool. Jetzt sollten wir vielleicht regelmäßig dann pflücken oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hey, ich höre welche. Ich
glaube, ich höre welche, aber ich habe gerade keine Ausdauer. Es sind wieder welche da, ja, ich muss mal kurz gucken. Was ist eigentlich das da? Komm her. Ja, ach, du sollst auf den Boden schlagen. Meine Güte. Spoiled ist schlecht, oder? Oder guck in der Fire. Ich weiß es nicht. Das ist gerade ein bisschen. Ich kann sie nicht aufhängen. Hä? Ach da. Toll, da wollte ich gerade mein Essen braten. Entschuldigung. Ich wollte es. Du wolltest auch Knochen haben. Hast ja, du? Ich, ja, will ich auch. Ich mach mal schon das andere Feuer noch an. Muss man wieder schnell Blut abwaschen. So. Ich das hier. Coins. Okay. Ach, das sind so Mini-Dinger. Was ist denn das? Das sind mini-kleine Fleischstückchen. Also ja, ganz kleines Fleischstückchen. Kann man die denn nicht zum Trocknen irgendwie hinlegen? Nee, zum Trocknen kann man die nicht auflegen. Die kannst du nur direkt braten. Ja, okay, das hab ich schon gewundert irgendwie. Alter, du musst hier mal wieder ein bisschen was reinfeuern hier. So. Warte, ich hau auch mal eins rein. Ja, das ist dann fertig, cool. Aber das bringt nicht viel, das bringt nur ganz wenig. Aber die sind relativ schnell fertig. Ich jetzt noch eins. Na, verdammt. Hau ich nochmal eins. Hallo, ich hab drei reingelegt, ja? Achso. Okay. Und ich hab nur zwei gegessen. Da hast du eh eins von mir. Ich hab nur eins gegessen. Ist da noch eins drin jetzt? Ich seh's nicht. Ah ja, da ist eins. Inventory. Ach, Hack und Zack. Drücken wir die falsche Taste. Ja, so. Überleg gerade, ob ich mal eine Fackel bauen soll. Warte, wie ging die denn gleich wieder? Kann man jetzt eigentlich schlafen? Ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Ja, es geht bei mir. Ja, ich kann schlafen. Ich könnte schlafen jetzt, ne? Wollen wir denn schlafen? Ja, ich würde schon sagen, irgendwie, oder? Ja, dann ist wieder hell. Warte, dann speichere ich schnell. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Knochen bekommen und... Ja. Aber hat es doch recht, mal in der Nacht ein bisschen rausgehen und so, und dann kommen sie wieder. War ganz gut. Aber es waren auch jetzt nur vier oder so. Ja, ist halt froh, dass sie in Maßen kommen. Das ist in Ordnung. Da wäre noch was zum Essen drin. Brauchst du noch was? Ja, eigentlich schon. Da ist noch was drin. Mein Magen ist voll. Alter. Ey, was machst du schon? Ah, wollen wir denn jetzt... Ah, ne, halt. Wir fahren doch gleich rüber dann. Ja, wollen wir direkt was bauen, oder? Ja. Ich habe gedacht, ach, bauen wir doch jetzt mal ein Dach, aber wir wollen jetzt draußen auf dem See, oder mehr besser gesagt, was bauen. Und wieso kann ich denn jetzt nicht lenken? Also, es ist okay, man merkt, dass es nicht mehr so einfach ist zum Steuern. Nicht? Ja, also. Das, ah, man. Das kann man ganz schlecht steuern. Also, das will immer nach rechts auslenken, das scheiße. Komm schon. Nein. Alter, das ist schon ein bisschen realistisch, ne? Auf der einen Seite zu viel. Ey, wie viel? 15 Dinger braucht das für eine Plattform? Leck, ja, wahrscheinlich, weil das vom Boden aus ist. Ist wahrscheinlich unten dran, weißt du? Unten am Land. Drei. Kann schon sein. Jetzt ist halt interessant, kann man dann immer noch mit dem Boot wegfahren, weil jetzt haben wir es irgendwie in das Boot gebaut leicht, ne? So ein bisschen. Ja, also ich kann immer noch nicht richtig gescheit steuern. Ey, das ist nervt voll. Naja, egal. Naja, es ist aber, glaube ich, besser als wie 10-mal fahren. Na. Nein. Shit. Oh, nein, lass mich nicht allein. Ach übrigens, ne, es gibt Haie, ne, angeblich. Aber nur an bestimmten Orten. Du kannst so Haie jagen. Ich bin da. Sicher, dass sie nicht dich sehen? Du kannst ja auch noch zwei mitnehmen. Ja, ich weiß schon, mache ich ja wahrscheinlich. Ja, okay, warum eigentlich? Wir haben doch jetzt... Ja, egal. Wir brauchen ja nur drei. Aber wir wollen ja die Treppe dann bauen und gucken, damit es da... Nur hoffentlich kippen wir dabei nicht um. Ich stelle mich ein bisschen extra zu dir, ein bisschen, damit der ausgeglichen ist. Dort oben eigentlich in die Ecke muss ich mich stellen, so ungefähr. Komm schon, ah, naja, ja, genau, ja, sehr schön.
halt. Oh, nein! Nein! What the fuck? Was du scheiß das? Ding? Nein! Das ist einfach wirklich auf dem Kopf, ne? Die Loks sind einfach noch drin, ne? In den Lockholder. Juhu, ich hab eins. Was? Dann tun wir die einfach raus? Geht das? Kann ich die mit denen nicht schwimmen? Nee, kann ich nicht schwimmen. Die platzen! Nee, das Boot ist auch weggerutscht. Sehe ich gerade mal so, ne? Mit dem Boot. Wo ist die Plattform hin? Ach so! Ja, hä? Scheiße, das ist vielleicht jetzt, ist doch eine schlechte Idee, das Boot da zu benutzen. Außer wir tun das echt irgendwie in die Mitte irgendwie reinbatzen, wo das nicht mehr wegkommt. Ach Mist. Du bist schief. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an, ne? Was ist da passiert? Ich glaube, die zwei Floße haben sich ein bisschen so gegenseitig. Ja. Was, kann ich das irgendwie anschieben? Nee, kann ich nicht. Von der Seite sieht das Floß irgendwie viel geiler aus. Krass. Da konnte ich doch gerade eben E drücken. Hä? Ah. Oh. Hä? Ich hab's ja rausbekommen. Ja, ja, so geht's. Ah! Idiot. Nein, bleib doch da. Du bist so kacke, Alter. Ach, die schwimmen mir zum Glück. LOL. Ach, meine Fresse jetzt. Die Loks bleiben hier nicht drin. Doch, sicher. Ja, schau mal da raus. Schau mal durch das Fenster. Okay. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen... Irgendwie haben wir jetzt voll verkackt. Der Plan war gut, die Umsetzung nicht so ganz. Oh, nein. Och, Mann. Jetzt pass auf. Okay, das Hausboot. Kann man das irgendwie kaputt machen, dass wir dann ganz. Ja, aber nein, kriegen? Da kriegst du die Dinger nicht. Das ist einfach nur kaputt, dann das verschwindet dann einfach bloß. Ach so. Schade. Ja. Na gut, kaputt machen würde ich es jetzt nicht, aber. Es ist halt ziemlich sinnlos jetzt. Ja, gut, dann nehmen wir halt jetzt diese Plattform als Ausgangsposition her. Okay, kein Problem. Das ist los, Alter. Es hat sich leicht bewegt. Stell dich mal auch in die Ecke hier. Und hüpfen. 1, 2, 3. Warte, ich nur noch zwei Loks. Ja. Oh, Wind. Ich weiß nicht, ob sowas bringt. Aber. Irgendwie gar nicht, Mann. Aber was ist, wenn wir mit dem Boot dagegen fahren? Das ist ja auch vorhin irgendwie so ganz komisch. Alter, das kotzt mich an. Ich sehe, ich bin voll verkehrt. Andersrum. Achtung. Ey, du fährst gegen die Plattform. Ach, scheiße. Du konntest doch nicht. Pass auf. Ach Gott, das kotzt mich jetzt an. Ja, mich auch ein bisschen. Kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Scheiße, das Steuern ist das unmöglich, das Ding. Hallo, wo bin ich? Pass auf. Alter, wie schnell du mit dem Teil rumfahren kannst. Ja, aber ich kann nicht lenken mit dem Ding. Wieder gegen die Plattform, ist ja schön. Ach, das kann's doch nicht sein, meine Fresse. Alter, der Wendradius von dem Ding, das ist ja. Ja. Ist einmal so. Hausverhältnisse, ja. Halt, so. So. Und wir so vorwärts, so. Ich sehe nichts, du musst ungefähr. Wo ist die scheiß Plattform? Ich sehe sie nicht. Du fährst direkt auf die Plattform zu. Alter, das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein scheiß Witz, oder? Du musst das scheiß. Ach, jetzt sehe ich die Plattform, das ist schon mal gut. Oh Gott. Nein, nein, nein! Ach, verdammt. Jetzt pass auf. Aber jetzt haben wir's. Ach, ich hänge. Jetzt hänge ich noch. Das ist ja scheiße so. Das Boot ist direkt neben der. Ach, jetzt hänge ich schon wieder dagegen. Jetzt pass auf. So muss das ungefähr. Ja, genau so. Perfekt. Das bringt nichts. Aber vielleicht kannst du es irgendwie. Doch, fast. Ja. Nein! Fast, aber so fast. Das funktioniert. Wir retten und so. Ist es, wenn du jetzt da drauf springen würdest? Auf die Ecke, weißt du, was ich meine? Ja, warte. Weil ich versuche von dieser Ecke noch da. Ach, weil der. Und? Alter, jetzt bleib halt mal kurz da. Hey, hier kann ich stehen.
Ja, ich weiß schon, weil da so eine Insel ist. Ja. Was machst du? Bleib da. Bleib mal ganz kurz da. Ich tue. So, dankeschön. Da kannst du weiter was suchen. Warte, ich kann es jetzt anstupsen. Ich kann es mal versuchen, jetzt anzustupsen. Meinst du, das bringt was? Ja. Nein. Ach, halt die Klappe. Jetzt kann es doch nicht sein, warum das Ding umkippt. Das Problem ist, es wird halt wahrscheinlich nicht mehr so leicht umzukippen sein, weil die ganzen Holzdinger unten sonst was sind. Ist auch realistisch irgendwie, ne? Dass das dann irgendwie umkippen wollte, das Gewicht nach unten, ne? Ja, das. Das war das, muss ich echt sagen. Ja, holla die Waldfee, hätte ich nicht gedacht. Ah, Gott, zack. Also aber wie haben wir denn vorhin die ganzen Dinger daraus bekommen? Einfach oben drücken. Ja. Das Ding steuern, das ist auch unmöglich, ne? Das kotzt mich schon ein bisschen oh. Warte mal die ganzen Holzscheitel da mal raus, sondern vielleicht kann man es da. Ja, aber das ist auch. Vielleicht sollte man da echt mal noch eine zweite Plattform bauen, dass man nicht die ganzen Holzdinger da umsonst irgendwie verschwinden. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt pass auf. Scheiß auf das Boot, das war jetzt ein Fail, aber. Ja. Na gut, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz umdenken, ne, weil jetzt. Das Boot. Ja, jetzt haben wir hier diese Plattform. Eine Plattform, 15 Holzbaumstämme. Ah, puff. Ja, das wird schon. Einiges kosten, ja, wir müssen aber auch einen Plan haben, was wir denn überhaupt bauen wollen. Ob wir jetzt nur so eine Plattform bauen oder ob wir dann da irgendwie, keine Ahnung. Ach, Gott sei Dank. Fuck it. Komm schon, ich will da. Ja. Die kriegst du so nicht. So, pass auf. Versuch's mal zu dir rüber. Ach, da ist ja auch noch eins. Cool. Ah, es packt bei mir fest, sehr gut. Ah, das Boot steuern ist unmöglich, das ist wirklich, das ist echt krass. Wir könnten dann versuchen, das Floß irgendwie auf Land zu kriegen. Ja, und das wäre vielleicht umdrehen. Immer noch Holz drin? Ja, na, ich weiß es nicht. Nee. Aber da war noch. Wenn ich von unten dagegen schwimme. Na, warte. Nochmal. Nochmal. Ich möchte nach unten. Lass mich tauchen. Wenn ich da jetzt. Achtung, jetzt schau mal, was ich für Kunst. Oh ja! Wie hast du das gemacht? Ich bin unter Wasser gewesen und hab E gedrückt. Und jetzt wacke ich hier irgendwie rum. Das ist mir gut. Achso, ich hab das Ruder in die Hand genommen. Jawohl. Ja, ich hab's angebaut. Okay, jetzt haben wir die Lösung für das Problem. Einfach unter Wasser und E drücken. Dank. Ja, da haben wir halt jetzt zwei Floße, so ein bisschen so. Ja, waren das alle oder wie? Ja, ich glaube schon. Ja, nee, aber jetzt irgendwie bin ich unzufrieden. Ja, ich auch. Das Boot war halt ein bisschen. Ich weiß nicht, weil das halt sich so bewegen lässt. Wir hätten von Anfang an so. Na gut, Hausboot, da sollte man eigentlich schon selber drauf kommen, dass man eigentlich mit dem Boot rumfahren kann, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich fahre ja eben. Das Rumfahren ist auch total schwer, also echt kacke, ne? Ich fahre mal Richtung Land, vielleicht können wir da einen Lockholder reinbauen. Da haben wir halt noch eine Hütte. Oh nein! Du glaubst mir jetzt nicht, was passiert ist. Nein, ich glaub's nicht. Okay. Bin immer noch dran. Das sieht aus. Ich schaff es. Wie sieht denn das aus? Was zum. Du bist gerade verkehrt auf dem Boot und aber hast das Ruder in der Hand. Ich weiß. Ach jetzt. Plopp. Da ist er wieder. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wollen wir das nochmal weiter so machen. Funktionieren tut's ja, aber halt schwerer. Aber ist das ja, jetzt aber besser? Ich weiß halt nicht, es bräuchte man halt einmal einen Plan, was man denn überhaupt jetzt draußen bauen wollen. Ja, ich würde da hinten
mit den Plattformen und dann ein eigenes Haus bauen, selber Wände ziehen und so. Weil Ja, das ist ja theoretisch das dann das gleiche wie mit dem Hausboot. weißt du, was vielleicht besser ist? Wir bauen vielleicht. Was ist das? Oh! Shit, was ist das? What the fuck, scheiß Bibi! Mopser! Alter, hat's mich gerade gerissen! Alter, ist das ein Baby oder? Ja, Spiel, du Mann! scheiß Drecksding! Alter. Wo ist das hin? Ich schau grad drauf. Da ist es aber nicht, bei mir ist es nicht da. Alter, fliegt es aber mal so scheiße rum, das. Das Alter, geht. jetzt hätte ich eine Facecam gebraucht, Alter. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ey, schlimmer wie in jedem scheiß Horrorspiel. Boah, ja, das war so komisch, das rumgequiekt, aber Ja, und das war ich dachte erstmal, hä, die Möwe oder so, ne? Ich denke. über die Mauer? Hä, was? Ja, wie, weil es wie so ein Vogel ausschaut. Kann es aber auch nicht in die Hand nehmen, irgendwie. Ja, ich sehe das gar nicht mehr. Oh, das habe ich irgendwie. Na. Oh Alter, Gott, Alter. ich habe mich gerade so erschrocken. Das ist, ich habe die Möwe angeguckt, ne? Und direkt in dem Ja. Moment, wo ich nach rechts ziehe, ist das Ding direkt in mein Bildschirm gesprungen. Ja. Boah, das war jetzt ekelhaft. Soll ich mal so, sind die Aloe Vera schon gut? Ich probiere Nee. es. Die kann, nee, nee. Doch, Wenn du die hab. jetzt pflückst, musst du die jetzt nochmal einpflanzen. Nö, ich habe Aloe Vera bekommen. Die ist noch nur die Samen, oder? Nee, ich habe Aloe Vera. Can be used in crafting. Ach so, okay, dann sind sie schon, doch schon fertig. Habe ich wahrscheinlich da was anderes gepflanzt. Ja, dann pflanze ich da nochmal irgendwas rein. Ich habe auch Mal noch schauen, was das angelegt. wird. Ja, ich hole mir jetzt nochmal was zu, das Wasser im Topf. Aber wie ist es hier reingekommen? Ja, über die Mauer ist es drüber gesprungen, irgendwie drüber geflogen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hat mich ziemlich schockiert. Oh, ich sehe gerade, wir müssen, glaube ich, mal wieder die Oh, ich muss was Aufnahme. essen. Oh ja, die Aufnahme. Wie scheiße, ich glaube, da sind wir jetzt sehr lange weit drüber, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Na! Mich kraft schon wieder so ein Baby-Dingern. Alter, was ist jetzt los? Oh ne, jetzt kommen die ganzen Mutantenviecher langsam. Sieht wie so ein Mutant aus. Alter, willst du mich verarschen? Oh Gott! Oh, jetzt kommen Viecher. Oh Gott, das sind vier Leute. Eieiei. Du denn jetzt? Bist du gerade bei mir oder? Ja. Komm schon, die Fetzen, die machen Gott. Au, der hat mich erwischt. Komm ein bisschen Oh weg fuck! von der Mauer, sonst machst du alles kaputt. Ich bin gleich tot. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss mal ganz schnell Medi-Metz nehmen. So, ich komme jetzt wieder raus. Alter. Alter, der ist stark. Ja. Ach, verdammt. Bleibst du da? Alter, wie der einsteckt, Alter. Naja, ich nehme da mal die Frau, ne? Ja, das denke ich mir. Immer die Frauen nehmen. Drop. So, toll. Mal anheizen hier. Ja, ich repariere mal die Tür. Oh, was zu reparieren? Ja, das hier. Das ist auch noch zu reparieren. Schön. Also, So. ich würde sagen, wir fahren erstmal mit dem Fluss raus, ohne Halt, wir müssen jegliche. die Aufnahme beenden noch. Oh ja, scheiße. Alter, ich glaube, Genau. jetzt haben wir Überlänge, ich weiß es gar nicht. Ja, nee, knapp. Also, na doch, ein bisschen Überlänge haben wir jetzt, aber es ist noch Gut, im. dann beenden wir die gleich. Danke fürs Zuschauen und Jo. bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, ciao.